Sind in einem verschlossenen Haus. Ich habe ohne ihr Wissen eine Hintertür eingebaut. Soldier, du musst in Zukunft echt vorsichtiger sein. Sagt ausgerechnet die Fluchtwagenfahrerin. Dein Job ist Ärger zu vermeiden. Mein Job ist, dich wieder rauszuholen. Status. Ich habe ihn wohlbehalten abgeholt. Die Cops haben uns komplett umzingelt. Sei doch still. Charlie, ich weiß nicht, wie du denken konntest, das wäre eine gute Idee. Wir haben eine Backdoor zu ihrem System und nennen mich bitte nicht Charlie. Oh, das ist ja mal interessant. Charlie? Ein Zivilistenname. Shiftlock und ihr. Sie gab mir einen Namen und ein Ziel. Ich habe sie noch nie so verlegen erlebt. Ihr muss viel an dir liegen. Ja, wir kennen uns schon ziemlich lang. Freie Fahrt zur Shiftlock-Basis. Du verfolgst uns live? Das kannst du? Ich würde lieber nicht näher nachfragen, was sie kann und was nicht. Bei dir klinge ich so geheimnisvoll, Charlie. Ich sagte, nenn mich nicht. Sie kann so schwierig sein. Erinnerst du dich an diese Serverdaten? Wie es aussieht, sind in den Wagen Zubehörteile von Chidori verbaut, die sie übertragen. Was? Aber unsere Crew nutzt auch Chidori. Sind da Daten von uns dabei? Moment. Okay, nein, sie sind alle Sonderanfertigungen direkt vom Anbieter. Wer auch immer diese Autos besitzt, wusste, was in sie eingebaut wurde. Hey Soldier, dieser goldene Lambo, den wir dem Haus geklaut haben. Check mal bitte, ob er in der Datenbank ist. Gute Idee, ich sehe nach. Ja, da ist er. Darin sind viele spezielle Chidori-Teile verbaut. Ein Glück, dass wir damit nicht rumgefahren sind. Ich hasse die Vorstellung, das Haus könnte die ganze Zeit Daten von uns empfangen haben.
So ist's richtig. Der Underground Soldier war wohl rechtzeitig zurück. Wir sind drin. Ihr zwei habt's geschafft. Wir alle tun, was wir können. Apropos. Charlie braucht bei seinem nächsten Hacking-Job wieder deine Hilfe. Naja, Hacken ist eigentlich nicht mein Ding. Und trotzdem muss es sein. Ich schick dir die Position.